Ja, wir hatten vor der Praxisdemonstration ja angefangen, uns verschiedene Arten von Blogs anzugucken, die Promotionsblogs. Und wir werden jetzt nochmal zwei Erfahrungsberichte aus zwei weiteren Bereichen haben, die ein bisschen das Thema auch Internationalität, Interdisziplinarität aufgreifen. Wir haben zum einen einen Themenblog bzw. einen Fachforum, eigentlich ein ganzes Panorama an verschiedenen Blogs, und zum anderen haben wir eine Institution, die bloggt. Den Anfang wird Thorsten Hildmann machen. Er hat mittelalterliche Geschichte, Philosophie und Psychologie in Dresden studiert und hat dann bei Michel Pastoureau und Gerd Melville, meine ich natürlich, in Paris und Dresden zum Thema zwischen Heroldsamt und Adel, die Kompendien des Office d'Armes im französischen und burgundischen Spätmittelalter promoviert, und er ist jetzt Juniorprofessor für Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters und für die historischen Hilfswissenschaften in Münster, und hat im Moment eine Dilthey Fellowship der Volkswagen Stiftung inne, um ein Thema zu bearbeiten, die Performance der Wappen zur Entwicklung von Funktion und Bedeutung heraldischer Kommunikation in der spätmittelalterlichen Kultur. Und er wird uns jetzt einige Blogs vorstellen, an denen er beteiligt ist, die er gegründet hat und die er eben mit betreut. Ja, also es wird weniger ein Erfahrungsbericht als einfach mal eine Vorstellung, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Oder ich habe das Ganze überschrieben mit Experimentieren mit neuen Formen Wissen, der Wissenschaftskommunikation. Und ja, aber davor wollte ich mich nochmal kurz bedanken, dass ich hier das vorstellen darf und auch, dass Münster schon so prominent erwähnt wurde. Also zum einen mit Sida Steckel und mir, heute früh von Björn, und Jan Kolb war ja auch schon mit die Rede, und dann gibt es ja noch Nils Bock. Und selbst Martin Kinzinger ist in Blogs involviert. Also man sieht, in Münster passiert dann auch einiges. Gut, was ich Ihnen vorstellen wollte, sind vier verschiedene Blogs, an denen ich beteiligt bin oder die ich mitgestaltet habe, die alle vier verschiedene Formate bedienen, mit dem, was man mit der Blogtechnik anstellen kann. Da hätten wir zum einen den Blog zur Jeune Génération. Das ist eine Vortragsreihe, also ein Vortrags- oder ein reinen Vortragsreihen begleitender Blog. Dann die Heraldica Nova ist ein thematischer, kollaborativer Blog. Die History of Heralds ist ein Blog zu einer einzelnen Veranstaltung und einem Buchprojekt. Und zu guter Letzt, DFMA ist ein Netzwerkblog oder ein Community-Blog, wenn man das so nennen möchte. Ich werde Ihnen jetzt gleich die einzelnen vorstellen, und ja, fangen wir gleich mit der ersten an, mit dem ersten Blog, was auch für mich das erste war und die erste Berührung mit dem Medium. Und zwar veranstalten wir seit 2009 in Münster, also Herr Kinzinger und ich zusammen, eine Vortragsreihe, wo wir pro Semester vier junge französische Kollegen einladen, die dann auf Französisch ihre Themen vorstellen. Und die Idee war, um zu helfen, dem Publikum zu helfen, die französischen Texte zu verstehen, dass wir eine Übersetzung anfertigen von einem Abstract, 2 bis 3 Seiten. Und das hatte ich damals am Anfang immer noch mit einem E-Mail-Newsletter rumgeschickt. Was aber heißt, dass wir machen die Übersetzung, 3 Seiten Übersetzung auch nicht so einfach gemacht. Und dann wird es einmal rumgeschickt und geht verloren. Und das Interesse war natürlich, das Ganze sichtbar zu machen und sichtbar zu halten, auch für unsere jungen französischen Kollegen, die da präsentieren, die Möglichkeit haben, ihre Themen auf Deutsch vorgestellt zu bekommen. Und deswegen dann der Blog. Was Sie hier dann sehen, ist also aktuelles, die jeweiligen Programme. Guck mal, hier Wintersemester, oder wenn wir mein aktuelles Programm gucken, im Sommersemester, wo man dann zum einen Informationen, also das Programm hat, dann hat man immer Informationen noch zu den Gästen, und man hat natürlich dann zu den Vorträgen die deutschsprachigen Zusammenfassungen. Das ist eigentlich fast schon alles, was sozusagen, womit wir angefangen haben. Es kam dann mit der Zeit noch eine Lehrveranstaltung dazu, um vor allen Dingen Masterstudierende dann an die französische Wissenschaftskultur und Wissenschaftskommunikation und Sprache heranzuführen. Und die Idee war dann, den Blog mit in die Lehre einzubauen. Und das Ganze hatte ich erst versucht mit Berichten, aber die waren dann noch recht nah an den Zusammenfassungen, die wir veröffentlicht haben.
Und dann kam unter anderem durch eine Anregung von Mareike König, die man vorgestellt hat im Blockhaus, was es als für Möglichkeiten gibt, wie man den Blog interessant gestalten könnte. Und da kam auch die Idee, oder stand die Idee von Interviews. Und das ist das, was wir dann jetzt auch immer machen. Mit jedem Gast, der vorträgt, da kriegt dann noch 5 Fragen gestellt im Anschluss. Und an die Veranstaltung von den Studierenden, die Studierenden bereiten das da vor, stellen die Fragen, also kommunizieren mit dem französischen Gast auf Französisch und bereiten das Interview vor und stellen das halt dann in den Blog ein. Also hier zum Beispiel Kim Liefers hat den letzten Beitrag, das letzte Interview gemacht, gibt es auch noch ein Foto und die Fragen. Und so kann man ein bisschen neben dem eigentlichen Fachvortrag dann noch ein bisschen erfahren, zum einen, wie die Leute zu ihrem Thema gekommen sind, zum anderen auch fragen, was eigentlich eine Mitre-Konferenz zum Beispiel in Frankreich ist, was der macht. Und andere Fragen, also es ist immer recht unterschiedlich und wir diskutieren auch, das ist vielleicht für Blogs ganz interessant, diskutieren davor noch, was für was könnte die Leute interessieren, was könnte interessant sein für den Blog an Fragen und so weiter. Das wäre der erste, ich versuche mal umzuschalten. Der zweite, der dann dazu kam, nachdem ich ein bisschen gelernt habe, wie das funktionierte, ist dann Herr Ralf Canova. Das hängt zusammen mit dem von der Volkswagen Stiftung geförderten Projekt, was ich seit März 2013 habe, zur Performance der Wappen. Und da geht es darum, Heraldik, heraldische Quellen unter einen neuen historischen oder kultur-sozialhistorischen Zugang zu betrachten. Was hier und da gemacht wird, was es aber sozusagen, wo man keinen Punkt hat, wo die ganz verschiedenen Projekte zusammengeführt werden. Und deswegen die Idee, einen kollaborativen Blog zu machen. Und das Ganze eben auf europäischer Ebene, weil es ein europäisches Thema ist. Also sind viele Franzosen beteiligt, Deutsche, aber auch Portugiesen, Italiener und so weiter. Deswegen das Ganze auf Englisch und man kann auf Englisch, Französisch und Deutsch publizieren auf dem Blog. Wir haben mittlerweile 33 Kollegen, die eingeschrieben sind als Autoren, aber das wiederum sozusagen die Frage der Motivation, wie man... Man gewinnt viele und wenn man sagt, können Sie mal einen Blogbeitrag das mal präsentieren auf dem Blog? Ja, gern. Und dann kommt die Einschreibung. Aber dann tatsächlich der Weg zu einem fertigen Text, der dann publiziert wird, ist nochmal ein anderer. Also von daher 33 Leute, die eingetragen sind als Autoren, aber insgesamt 16 schon mal, die auch publiziert haben. Was man dann hier findet, also hier ist meine Ankündigung für ein Paper, Book Review. Das ist auch eine andere Sache. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen die anderen gemacht haben, aber es schien mir sehr einfach zu sein, an Verlage heranzutreten, zu sagen, ich habe einen Blog, ich möchte oder einen thematischen Blog, würde das Buch gern rezensieren und das war kein Problem, das dann zu bekommen zur Rezension und dann eben die Rezension einzustellen. Und ich glaube, für das Buch von Georg Scheibereiter sind wir, glaube ich, auch die Ersten, die dann eine Rezension dazu rausgebracht haben. Genau. Wie gesagt, verschiedene Projekte in Europa, die es dazu gibt, zu dem Thema. Und das Interesse ist, dem eine Öffentlichkeit zu geben, eine Plattform zu geben, wo man diskutieren kann und wo das Ganze sichtbar wird. Und hier hat man zum einen natürlich mein eigenes Projekt, dann von Steven Thierry aus Belgien, Christoph Folger zu Konrad Grünbergs Wappenbuch, dann auch relativ regelmäßig neue Entdeckungen oder kleine Miszellen dazu veröffentlicht. Hier zuletzt zum Beispiel, was noch dazu gekommen ist, The Power of the Pedigree von Katie Stevenson aus den Andrews, wo man dann jeweils kurze oder etwas längere Projektbeschreibungen hat. Dann halt Research Notes mit den Readings, wo man Besprechungen finden kann, Tools, Announcements, zum Beispiel, wenn was publiziert wurde zu dem Thema, und Release Comment. Das ist sozusagen der Versuch, die Leute nochmal explizit zum Kommentieren aufzufordern. Wenn Sie fragen, welcher Erfolg oder welchen Beitrag das gebracht hat, die einzelnen oder der Blog, zum Beispiel hier haben wir den Beitrag von Clive Cheeseman vom College of Arms in London, mit dem ich erst über diesen Blog in Kontakt gekommen bin und der für die Zeitschrift Code of Arms jetzt immer die Inhaltsverzeichnis und wenn die immer neu veröffentlicht wird, ein neuer Band, das dann auf dem Blog mit veröffentlicht. Das ist ein Vorteil oder sozusagen ein Erfolg des Blogs und auch
auch auf andere Art und Weise, also mit der Frage, ob jemand was publizieren könnte oder der jemand ist auf dem Blog aufmerksam geworden. Dadurch gewinnt man ein relativ breites Netzwerk relativ rasch. Und einen anderen Vorteil, den ich festgestellt habe, ich habe ja in meinem Projekt noch eine Mitarbeiterstelle eingeworben, die ich besetzen musste, und diesen ganzen Prozess habe ich auch über den Blog gemacht. Also es ging nicht nur eine Stellenanzeige über Hazards Kult, sondern die hat man dann hier auch nochmal repliziert, sondern ich habe dann nochmal einen Beitrag gemacht, was eigentlich geplant ist, worum es geht, also Kontext mitgegeben für die Leute, die sich bewerben wollen. Und zum Schluss haben wir hier Herrn Elmar Hofmann, der zum Schluss die Stelle bekommen hat und der sich dann vorstellt und seinen Zugang zu dem Thema präsentiert. Und ich denke, dass ich ihn zum Beispiel auch nicht über Hazards Kult allein gewonnen hätte, sondern es geht dann halt sozusagen auch über das Internationale, was das überhaupt dann möglich war. Und ja, Please Comment, wie gesagt, der Versuch dann inhaltlich was zu bringen und aufzufordern, zu kommentieren, was aber, und darüber können wir vielleicht im Anschluss nochmal sprechen, die leidliche Frage der Kommentare, inwieweit das tatsächlich funktioniert. Also hier haben wir einen Kommentar dann von Gemma Watson, aber ja, wenn man schreibt, es würde den anderen wahrscheinlich genauso gehen, zumindest wenn man ein bisschen provokanter schreibt, würde man erwarten, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Kommentare und mehr Diskussion dann kommt. Der nächste, den ich Ihnen Blog, oder das nächste Blog, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist History of Heralds. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu schnell, also Stück, aber das ist dann ein Blog für eine Tagung, die ich im Ende März diesen Jahres organisiert hatte, wo es um die Geschichte der Herolde geht, die relativ, nicht relativ, sondern immer noch sehr unerforscht ist. Und wo wir zum ersten Mal einen Workshop gemacht haben, um die Leute überhaupt zusammenzubringen, die sich für das Thema interessieren, für Herolde, was nur sehr wenig, das ist auch ein Ergebnis von dem Workshop, mit Heraldik zu tun hat. Das ist nochmal ein Thema apart, obwohl es ähnlich klingt. Und das war der Versuch, einfach eine Veranstaltung und ein Buchprojekt, also soll danach ein kollaboratives Buchprojekt rauskommen, das Ganze mit einem Blog zu begleiten. Und von daher hat man angefangen von den Call for Papers in den drei Sprachen, dann über die Informationen zu dem Workshop, zu dem Programm, zu den Teilnehmern und jeweils kleine Abstracts von den Teilnehmern zu dem Inhalt ihres Beitrags bis hin zum Abschlussbericht oder zum Bericht zu der Tagung, zu dem Workshop veröffentlicht. Dazu gibt es noch Platz für Diskussionen und eine Bibliografie, die wir auf Zotero extra eingerichtet haben für das Thema, sodass man alles an die Hand gibt, um gemeinsam auch auf dem Blog diskutieren zu können, arbeiten zu können und das Material an die Hand zu geben, um gemeinsam an dem Thema dann oder mit dem Thema weiterzukommen. Und der letzte, den ich dann noch vorstellen möchte, ist das DFFMA, Deutsch-Französische Medievistenforum. Vorrühmte Medivist Franco-Allemand. Das ist eine Zusammenarbeit vom DHI Paris, vom IF, Institut Français d'Histoire en Allemagne in Frankfurt, also Pierre Monet in Frankfurt und Münster an Kinzinger und mir. Das war die ursprüngliche Idee für das Forum, oder Blog-Forum, wie man das sagen möchte, deutschen und französischen Medievisten eine Möglichkeit zu geben, noch enger zusammenzuarbeiten und gemeinsame Themen zu identifizieren, mögliche Projektpartner zu finden. Und das wollten wir eigentlich erst über eine Datenbank machen, was sozusagen der ursprüngliche Zugang wäre oder der ältere Zugang, wie man es machen könnte, was sich aber als wenig praktisch erwiesen hat und nicht finanzierbar vor allem. Und das war dann wiederum Mareike König, die die Idee gegeben hat, das vielleicht über einen Blog zu machen oder mit den Mitteln eines Blogs. Und das ist das, was dann rausgekommen ist, dass man halt über die Sujets, über die Themen, also Forschungsfelder, wenn man zum Beispiel auf Pouvoir, Institution, Politikgeschichte und Institutionen geht, dass man die Leute, die sich interessiert sind und die sich eintragen und einen
mit einem kleinen Beitrag, also einem Fischpersonell, eine kleine Beschreibung, vorgegebenes Formular ausfüllen, die dann auffindbar sind. Und hier zum Beispiel, wenn man jemanden sucht in Frankreich oder Deutschland, der zu frühem Mittelalter arbeitet und der interessiert ist an dem Projekt mit dem jeweils anderen Land, mit französischen oder deutschen Kollegen, den kann man dann hier ganz leicht identifizieren. Das geht über Themen, das geht über Räume, über Epochen und über Disziplinen, verwandte Disziplinen. Personen kann man dann finden und man hat das Ganze sozusagen nicht nur um die Möglichkeit zu, es geht nicht nur darum, die Möglichkeit zu geben, einen Partner zu finden, sondern es auch ein bisschen die Forschungslandschaft kennenzulernen und zum Beispiel Finanzierungsmöglichkeiten kennenzulernen. Und dann haben wir hier zum Beispiel von der Universität Franco-Allemand, die dann selbst schon den Beitrag mit eingestellt hat, Informationen über eine Vorstellung von der deutsch-französischen Hochschule oder eben verschiedene Förderprogramme, von denen wir erfahren, die wir dann entsprechend bekannt machen. Und genau, hier hatten wir dann noch über den Blog, also es ist dann alles Deutsch und Französisch jeweils. Und Annuaire, Mitglieder, das zeigt, welche Möglichkeiten zumindest in diesem Zugang sind oder mit so einem Blog gegeben sind. Weil wir haben mittlerweile 99 Personen, 99 Kollegen aus Frankreich und Deutschland, die sich eingetragen haben, die interessiert sind und dann kommt halt die Schwelle nochmal im Blog zu publizieren, aber es sind fast 40, die dann auch nochmal so ein Fischpersonell ausgefüllt haben und das persönlich selbst online gestellt haben. Was sozusagen dann gleichzeitig für die einzelne Person dann ihr erster Blogbeitrag ist, in der Hoffnung, sozusagen mit den damit erworbenen Kompetenzen vielleicht weiterzuarbeiten und dann noch weitere Beiträge zu bringen. Und das ist was wir in nächster Zeit dann noch ausbauen müssen. Das ist sozusagen ein kurzer Überblick über die vier verschiedenen Blogs. Und wie Sie sehen, ist es halt nicht das, was man sich normalerweise unter einem Blog vorstellt. Jemand berichtet aus einer persönlichen, subjektiven Perspektive über das, was er gerade macht oder was er erlebt, sondern es sind ganz verschiedene Formen, Wissenschaftskommunikation auf einem sehr niederschwelligen Level zu betreiben. Also, dass man schnell, einfach publizieren kann und Informationen ins Netz stellen kann. Also, die Ziele der Blogs oder dieser Blogs, die ich gerade vorgestellt habe, ist natürlich zum einen zu informieren über die Projekte und Transparenz herzustellen und zu vernetzen. Und wenn ich informieren sage, dann, also es geht natürlich um die Darstellung des Projektes und auch wenn man ein gefördertes Projekt hat, möchte man natürlich gerne, dass das geförderte Projekt auch entsprechend sichtbar wird und nicht nur man selbst, sondern auch der Geldgeber. Aber es ist auch so die Idee oder Vorstellung, dass wenn jemand auf einer Tagung fragt, ja, was ist denn eigentlich das Projekt, worum geht es dann, das sind ja, oder wer macht da was, dass man das einfach auffindet und einfach nachvollziehen kann. Und dass es auch transparent ist in dem Sinne, dass man sieht, was wie dann funktioniert. Und das zweite Ziel dieser Blogs ist, neue Formen des Austauschs und der Diskussion zu finden. Also wie zum Beispiel bei dem Heraldiker-Blog oder diesem Heralds-Blog, im Internet eine Stelle zu platzieren, wo man sich austauschen kann, wo man zusammenkommen kann, wo man Ideen tauschen kann und damit auch die jeweiligen Themen, die jeweilige Wissenschaft sichtbar macht, auch für Laien sichtbar macht, zum Beispiel auch für Heraldiker sichtbar macht, weil wir sind ja Historiker und dass auch Heraldiker das sehen, was von Historikerseite gemacht wird und das zusammen in Kommunikation zu bringen und in Austausch zu bringen. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz dann zeigen, wie sich so ein, zum Beispiel die Entwicklung oder so ein Blog dann im Zugriff entwickeln kann. Am Beispiel von Heraldiker Nova, man sieht also, nachdem ich das eingerichtet habe, erstmal waren nur 2, 3 kleine Beiträge, um das überhaupt ja, zu starten. Und das hat eine Zeit gebraucht, das Ganze zu konzipieren, erste Beiträge zu schreiben, das Konzept einzufügen. Und im Juni ging das dann erst richtig los. Und man sieht dann erstmal über ein paar Monate eine Steigerung, hier bis so 1600 bis 1800. Ach ja, genau, ich sollte vielleicht erklären, was man hier sieht, das sind die Unique Visitors. Was, wenn ich das richtig verstanden habe, das wäre vielleicht nochmal eine Frage auch an die Stiftung, noch ein bisschen genauer oder jemand nochmal zu erklären, wie man das Tool mit diesen Statistics dann gut verwenden kann und was ein Unique Visitor ist.
Also das ist, glaube ich, jeweils die IP-Adresse, wie oft die oder in unterschiedlichen IP-Adressen, die auf den Block dann zugreifen. Pro Tag. Ach, pro Tag neu, okay. Genau, das wäre halt wichtig, um das dann sozusagen nachvollziehen zu können. Und dann sieht man, dann hat man einen Anstieg bis so 1600, 1800 und dann, das auch bei den anderen Blocks so, hält sich das ungefähr die Waage oder hat sich das eingepegelt. Was ganz spannend ist, dass es für die verschiedenen Blocks, zumindest meine Erfahrung, gibt es dann jeweils ein Level, wo das ungefähr dann nach ein paar Monaten bleibt. Und hier mal ein Vergleich für die Unique Visitors und die Visitors ist halt jeweils die Besucher von den, bei jedem Zahl der Besucher der Seite. Und man hat auf dem Backend dann eine Auswertung, wie lange die Personen jeweils bleiben oder die Zugriffe dauern. Und wenn man guckt, wer über 30 Sekunden bleibt, dann sieht man, dass ungefähr 10% dann sind. Was numerisch trotzdem nicht schlecht ist, wenn man 210 Zugriffe hat, wo Leute vielleicht ein bisschen länger nachlesen oder halt wie bei Heraldica Nova 560, wo die Leute ein bisschen länger was lesen und sich wirklich damit vielleicht auseinandersetzen, was dann publiziert ist. Und Sie sehen auch, dass hier, also bei Heraldica Nova gibt es mehr Inhaltliches, also bleibt man auch länger. Beim DFMFA gibt es weniger Inhaltliches, also mehr kurze Informationen und entsprechend weniger Langleser hat man dann. Okay, das Problem, also sozusagen die Sichtbarkeit, ist, glaube ich, damit erreicht. Das andere Problem ist natürlich die Frage von neuen Formen von Austausch und Diskussion und die Kommentarfunktion. Und die Frage wäre eben auch, warum wir selbst, also wir erwarten immer, dass man Kommentare bekommt auf seine Texte, aber selbst lässt man relativ selten den Kommentar auf anderen Beiträgen. Also seine Erwartungshaltung, die man hat, weil es irgendwie dazugehört. Außerdem gibt es ja die Kommentarfunktion am Ende, also kann das ja jemand nutzen. Aber selbst nutzt man das relativ selten. Und ich denke, mögliche Hemmnisse sind zum einen, das hatten wir schon diskutiert, der mögliche Zeitaufwand. Also dass man was schnell liest und erfasst, aber das so weit zu verarbeiten, um einen wirklich einen guten Kommentar, einen weiterführenden Kommentar zu bieten, das dauert dann nochmal deutlich länger. Also, oder man lässt es halt bei sozusagen bei ein paar Shoutouts, wo man kurz seine Gedanken dazu gibt und dann hat man wiederum das Hemmnis, mit Schriftlichkeit umzugehen und weil sozusagen so ein kurzes Statement, das bleibt, ist wieder auffindbar und entsprechend gibt es dann halt die Hemmung, dann auch was zu schreiben, weil man immer damit gleich sozusagen ein Statement setzt, was dann für ewig sichtbar bleibt. Ich hätte jetzt gerne noch ganz kurz den Hintergrund, also die Frage von Schriftlichkeit, Mündlichkeit und deren Einfluss auf, also wie sich das mit dem digitalen Wandel, Medienwandel, auch das Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit wandelt, dass eben solche Kommentare schriftlich, in schriftlicher Form wiedergegebene Mündlichkeit sind, also sich diese Grenze von Schriftlichkeit und Mündlichkeit auflöst und entsprechend wir dann auch ein Umdenken brauchen im Umgang mit Schriftlichkeit. Das betrifft ja zum Beispiel auch Twitter, Facebook und so weiter. Heutzutage schreibt man noch viel mehr, als man früher geschrieben hat. Aber das, was man schreibt, ist sozusagen eine Transkodierung dessen, was man eigentlich normalerweise mündlich von sich gibt. Nur das Problem ist, dass es dann gespeichert ist und immer wieder genau in dieser Form, wie eben Schriftlichkeit, immer wieder auftaucht und aus dem Kontext rausgerissen ist, in dem es eigentlich Mündlichkeit bleibt immer im Kontext. Schriftlichkeit kann davon gelöst werden. Und das ist sozusagen die Hemmschwelle, die man hat, dass das passiert und dass es irgendwann in einem anderen Zusammenhang dann gebraucht wird und sozusagen gegen einen verwendet werden kann. Aber das wollte ich jetzt nicht noch weiter diskutieren, das hatte ich ja ganz kurz schon angerissen. Vielleicht eher noch zum Ende was ganz Aktuelles, weil ich hatte gerade meine E-Mails gecheckt und ich hatte vor, zur Frage, warum blocken? Ich hatte vor kurzer Zeit einen Antrag bei meiner Volkswagen-Stiftung gestellt für ein extra Modul. Und man muss sagen, die Volkswagen-Stiftung ist, also muss ich einfach mal so Livestream dann mal der beste Förderer, den man bekommen kann und die beste Stiftung, und die auch ganz weit vorne ist. Und dadurch, dass sie sowohl geisteswissenschaftliche als auch naturwissenschaftliche Projekte fördern, schwappt auch sehr viel von den Naturwissenschaften in die Geisteswissenschaften. Also jetzt muss man die Anträge alle auf Englisch verfassen für die Volkswagen-Stiftung. Und das, was jetzt kommt, ist, glaube ich, sehr spannend auch für uns, weil ich hatte den Antrag gestellt mit einem Kollegen zusammen, so ein Zusatzmodul, ein deutsch-portugiesisches Projekt aufzulegen.
Und da ging es unter anderem auch darum, dass eine Tagung stattfinden soll zu Wappenseelen in Europa, weil es gibt in Sintra einen sehr, sehr schönen Wappensaal und da kann man das dann vergleichen auf europäischem Niveau. Und das Ganze sollte dann in einem internationalen Tagungsband enden, sozusagen die Ergebnisse dann in einem Tagungsband veröffentlicht werden. Und jetzt hatte ich gerade vor, nach die Rückmeldung von der Stiftung bekommen, dass die Förderung von Proceeding-Bänden ausgeschlossen ist von der Förderung und dass die Ergebnisse der Diskussion aus geförderten Veranstaltungen, also von der Volkswagen-Stiftung geförderten Veranstaltungen, in der Regel im Internet bereitzustellen sind. Das heißt also, das, was wir hier machen und worüber wir sprechen, also wie man mit Blogs umgeht, wie man mit digitalen Medien umgeht, ist zumindest für die Volkswagen-Stiftung, für einen der großen Förderer, der wesentliche Schritt für oder die Voraussetzung bald, um Projekte überhaupt bewilligt zu bekommen und um die Projektergebnisse zu veröffentlichen oder öffentlich zu machen. Das werde ich noch sozusagen als letztes Statement zu der Frage, warum blocken, dass wir wirklich hier gerade in einem Kulturwandel sind und im Wandel von Wissenschaftskommunikation und der genau in solchen Sachen dann so einen Ausdruck findet und hoffentlich dann auch weitergeht, weil wie man aus der eigenen Erfahrung weiß, ist es immer schwierig, wenn man zwischen beiden Welten arbeitet, wenn man zum einen Bücher hat und zum anderen die Sachen digital hat und dann zum Beispiel eine Fußnote nochmal überprüfen will, und dann muss man entweder in die Bibliothek gehen oder man hat die Sachen direkt digital eben in Open Access zugänglich. Und das ist der Weg dahin, dass es viel einfacher wird zu arbeiten und eben auch dank der Stiftung, die das dann mit vorantreibt. Danke. Ich sag's kurz und knackig, Blog ist nicht gleich Blog. Einen weiteren Blog werden wir jetzt kennenlernen, den uns Johannes Waldschütz vorstellt. Er ist Historiker, hat mittelalterliche, neuere und neueste Geschichte und wissenschaftliche Politik studiert und promoviert jetzt zum Thema Kauf, Leihe, Tausch und Schenkung als Spiegel sozialer Bindungen, Gütertransaktionen südwestdeutscher Reformklöster des 11. und 12. Jahrhunderts. Er ist Mitarbeiter an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo er eben auch promoviert, und er ist zusammen mit Jürgen Dendorfer in der Redaktion des Blogs Mittelalter am Oberrhein, was quasi nochmal unsere Perspektive erweitert, denn dabei handelt es sich um einen Institutionenblog. So, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Als ich diese Einladung angenommen habe, hatten wir gerade erst begonnen zu bloggen. Wir hatten große Ziele: Vernetzungs- und Diskussionsportal, schnelles Kommunizieren von Informationen, Veröffentlichungen von Misszellen und Vorstellungen von Abschluss- und Doktorarbeiten. Alle sollten mitbloggen, nicht nur die in der Abteilung Landesgeschichte angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter, auch Hilfskräfte, Masterkandidaten und Masterkandidaten, Doktoranden und Doktorandinnen, sowie lose mit der Abteilung Landesgeschichte assoziierte Personen. Kooperatives Bloggen mit institutioneller Anbindung schien also genau der richtige Titel für den Vortrag über unser Blog zu sein. 3,5 Monate später sitze ich nun vor Ihnen und darf unser Projekt vorstellen. Zugegebenermaßen musste ich schmunzeln, als ich bei der Vorbereitung dieses Vortrags nochmal den dafür vorgesehenen Titel in den Blick nahm, denn von kooperativen Bloggen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Rede sein. Mit zwei Ausnahmen stammen alle Beiträge aus meiner Feder. Zudem ist etwas passiert, was bei neuen Blogs wohl nicht ganz untypisch ist. Nach einer Phase des Enthusiasmus und der regelmäßigen Veröffentlichung von Blogbeiträgen ist eine Phase der Stagnation eingetreten. In den letzten 2 Monaten sind lediglich 2 Blogbeiträge erschienen und der letzte wäre es auch noch nicht, wenn ich jetzt nicht hier sitzen müsste und nicht ganz hätte mit leeren Händen kommen wollen. Ich kann Ihnen deswegen keine glänzende Erfolgsgeschichte präsentieren, vielleicht ist es aber auch ganz gut so. Nicht, weil ich nicht gerne ein besser vernetztes Diskussionsportal, auf dem im wöchentlichen Rhythmus neue Beiträge erscheinen, präsentiert hätte, sondern weil es mich zwingt, auch die Probleme zu diskutieren, die mit dem Start und der Etablierung eines Blogs, insbesondere eines Lehrstuhlblogs, einhergehen. Diese Probleme und der Umgang mit ihnen ist aber vielleicht ohnehin für alle hier im Raum Versammelten, insbesondere aber für diejenigen, die jetzt oder später diesen Beitrag im Stream sehen und sich mit der Idee tragen, ein eigenes Blog zu starten, lehrreicher und bietet nicht zuletzt auch Anknüpfung zu Möglichkeiten für eine spannende Diskussion. Ich möchte deshalb in diesem Vortrag 3 Dinge tun. Zuerst würde ich Ihnen gern Thema und Zielpublikum des Blogs erläutern.
dann in einem zweiten Punkt den eigentlichen Blog mit seinen Inhalten vorstellen, um dann in einem dritten Teil in vier Schlaglichtern Probleme aufzuzeigen, die beim Starten der Etablierung eines Blogs im Allgemeinen und eines Lehrstuhlblogs im Besonderen auftreten und zumindest teilweise auch versuchen, Lösungsansätze zu formulieren. Zu meinem ersten Punkt. Obwohl ich nun hier sitze, ist der eigentliche Ideengeber für unser Blog Mittelalter im Oberrhein ein anderer. Professor Jürgen Dendorf war seit Wintersemester 2011 Inhaber des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte 1, das heißt in Freiburg Früh- und Hochmittelalter, und in Personalunion Direktor der Abteilung Landesgeschichte. Herr Dendorf hatte schon nach seiner Berufung wohl relativ bald die Idee gehabt, einen Blog zu starten, und dann kam dann ja auch irgendwann Hypothese. Damit waren auch gewisse Voraussetzungen geschaffen, das möglichst einfach zu machen und einen etablierten Portal zu machen. Mit dem Beginn meiner Beschäftigung Anfang Oktober 2013 begann dann die eigentliche Konzeptionierungsphase des Blogs. Wir wollten also einen Blog haben, doch wie sollte es aussehen? Sieht man vom Frühneuzeit-Blog des Aachener Lehrstuhls zur frühen Neuzeit ab, waren uns, zumindest im historischen Bereich, keine Vorbilder bekannt. Will man als Lehrstuhl bloggen, stellt sich also eine Grundsatzfrage. Versteht man sich sozusagen als Blog der Institution selbst oder konzentriert man sich, man könnte auch sagen, verengt man sich auf ein besonderes Thema? Beispielsweise ein aktuelles Forschungsprojekt oder eben, oder ein besonders mit dem Lehrstuhl assoziiertes Thema. Beides hat sicher gewisse Vorteile. Ein nur an die Institution gebundenes Blog lässt alles bloggbar werden, was an der Institution geschieht oder womit sich Mitglieder der Institution beschäftigen, und bindet damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institution als potenzielle Beiträge ein. Zugleich ist dem Blog damit aber auch eine gewisse thematische Beliebigkeit gegeben. Auf das Beispiel unseres Lehrstuhls angewandt hätte das geheißen, wir hätten zwar einen Kanal geschaffen, Termine, Veranstaltungen und Ähnliches schnell und unkompliziert zu verbreiten, wir wären aber aufgrund der potenziellen thematischen Breite zu einer zweiten, lokaleren, begrenzteren, weniger professionellen und einfach nicht so guten Version des Mittelalter-Blogs geworden. Es war die Doppelstruktur unseres Lehrstuhls, früh- und hochmittelalterliche Geschichte auf der einen, Landesgeschichte auf der anderen Seite, die uns einen dritten Weg ermöglicht hat. Die thematische Beschränkung auf einen gewissen Raum, in unserem Fall den Oberrhein, und in unserem Fall auch weiter eingegrenzt durch eine bestimmte Zeit, das Mittelalter. Durch die Festlegung des Raums ist somit eine thematische Klammer geschaffen worden. Andererseits wird damit auch die Zielgruppe des Blogs beschrieben, nämlich alle, die sich mit einem Thema zur Geschichte der Oberrheinregion im Mittelalter beschäftigen. Vielleicht ganz kurz zwei Probleme noch zum Thema Oberrhein, Mittelalter am Oberrhein. Als Landeshistoriker wird man gerne dem Verdacht ausgesetzt, man wolle eigentlich eher Identitätsstiftung betreiben und sicherlich vor der Forschungsgeschichte des Faches nicht ganz unberechtigt. Gerade bei uns am Oberrhein hat Theodor Meyer in den 30er Jahren sehr stark die Gemeinsamkeiten auf beiden Seiten des Oberrheins betont. Oberrheinische Geschichte als identitäres Projekt auch heute übrigens wieder durchaus in, allerdings unter anderen europäischen Vorzeichen. Das wollen wir nicht. Und das haben wir auch in dem einleitenden Blogpost versucht deutlich zu machen. Im Gegenteil, eigentlich eine von Herrn Brater gemeinsam mit dem Mittelalterarchäologen Sebastian von Herrn Dendorfer gemeinsam mit dem Mittelalterarchäologen Herrn Brater im Herbst 2003 veranstaltete Tagung über Grenzen, Räume und Identitäten am Oberrhein hat festgestellt, dass zumindest für das Früh- und Hochmittelalter es weder einen einheitlichen politischen oder kulturellen Raum am Oberrhein gab, noch eine oberrheinische Identität. Zweites Problem. Was zählt denn nun eigentlich zum Oberrhein? Traditionelle Geografen beschreiben damit den Verlauf des Rheines von Basel bis nach Bingen. Hier sieht man das ganz gut zusammen auch noch mit den Zuflüssen, die zählen sie nämlich dazu. Für die EU geht der Oberrhein nur bis von Basel bis kurz nördlich von Karlsruhe. Bereits Speyer gehört nicht mehr dazu. Ein ganz anderes Oberrhein-Konzept hatten dagegen die Macher der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins in ihrer ersten Ausgabe skizziert, also im 19. Jahrhundert. In geografischer Hinsicht, ich zitiere, umfasst diese Zeitschrift den ganzen Oberrhein, nämlich die Schweizer Kantone, die an den Rhein grenzen, Württemberg, Baden, Elsass, die Bayerische Pfalz und das Großherzogtum Hessen bis an den Main und die Nahe. Was man also unter Oberrhein versteht, ist höchst subjektiv und
kurz nach Start des Blogs kam es da auch zu einer interessanten Diskussion zwischen Klaus Graf und mir auf Twitter. Wir sind im Blog einerseits großzügig und versuchen die Ressourcen, dazu später mehr, für ein weiteres Oberrheingebiet von der Nordwestschweiz bis in den Mainzer Raum bereitzustellen. Andererseits liegt allein durch die Forschungsinteressen an der Abteilung Landesgeschichte ein Fokus auf einem oberrheinischen Kerngebiet, zu verzeihen mit dem Ausdruck, von der Regio Basiliensis bis ungefähr Karlsruhe. Damit ist der im Blog betrachtete Raum im Übrigen keinesfalls deckungsgleich mit dem deutschsprachigen Südwesten. Das ist der Raum, der uns sozusagen als Aufgabenbereich der Landesgeschichte, der mittelalterlichen Landesgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität zugewiesen wird. Ich habe diese ausführlichen Überlegungen zum Raum an den Anfang meiner Präsentation gestellt, um deutlich zu machen, wie wichtig es aus meiner Sicht ist, sich vor dem Start eines Blogs über dessen Thematik ebenso Gedanken zu machen wie über die angesprochene Zielgruppe. Zur Zielgruppe. Potenzielle Leserinnen und Leser und Beiträgerinnen und Beiträger sind alle an der mittelalterlichen Geschichte des Oberrheingebiets Interessierten. Angesprochen werden sollen sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch interessierte Laien. Dabei haben wir zugegebenermaßen ein Problem. Nur noch deutschstimmende Romantiker können das Elsass als deutschsprachiges Gebiet ansehen. Insbesondere als Wissenschaftssprache hat das Französische das Deutsche längst verdrängt. Insofern müssten wir unser Angebot konsequent zweisprachig halten. Das ist aber aufgrund unserer menschlich begrenzten Ressourcen im Moment einfach nicht möglich. Mein eigenes Französisch reicht, um Forschung zu rezipieren und vielleicht auch ein kurzes Gespräch zu führen, aber keinen Blogbeitrag zu schreiben. Wir müssen uns also darauf beschränken, das grundsätzliche Angebot zu machen, das im Blog auch auf Französisch publiziert werden kann. Ein Angebot, auf das wir im einzigen, bisher einzigen französischsprachigen Posting einer Übersetzung des einleitenden Postings von Jürgen Dennendorfer mit Nachdruck hingewiesen haben. Ähnlich wie bei Kolloquien, die der Lehrstuhl in den vergangenen Jahren ausgerichtet hat, die vom Elsass als Forschungsgebiet ausgehen, wo sich also Forscherinnen und Forscher getroffen haben, die derzeit zum Elsass im Mittelalter forschen, darunter auch solchen aus Mühlhusen-Straßburg, soll im Blog die Regel gelten, dass jeder in seiner Sprache publiziert und somit die erforderliche Kenntnis der jeweils anderen Sprache auf die passive Beherrschung reduziert wird. Ich habe damit die Beiträge angesprochen. Auch wenn wir als institutionelles Blog fungieren, streben wir es an, Beiträge von allen zum Oberrheingebiet im Mittelalter Forschenden zu veröffentlichen. Insbesondere Promotionsprojekte könnten, wenn man voraussetzt, dass das Weblog von vielen zum Raum arbeitenden Forscherinnen und Forschern gelesen wird, so früh eine hohe Sichtbarkeit erreichen und je nachdem auch Anregungen durch Kommentare erhalten. Vielleicht, nachdem was wir jetzt gehört haben, eher weniger. Lassen Sie mich aber da später nochmal unter Probleme drauf zurückkommen. Also zusammengefasst, die Beschränkung auf einen bestimmten Raum als weiche thematische Vorgabe hat aus unserer Sicht einen Vorteil. Es besteht eine klare Zielgruppe, die aber zu ganz unterschiedlichen Themen forscht und im Übrigen häufig, das ist eine positive Tradition der Landesgeschichte, auch aus verschiedenen Disziplinen kommt. Insofern verstehen wir uns, wenngleich natürlich mit historischem Schwerpunkt, als interdisziplinäres Weblog, auch dazu vielleicht nachher noch mehr. Dann zur Vorstellung des Weblogs. Zwei Punkte. Erstens Ressourcen, zweitens Inhalte. Zu den Ressourcen. So sieht Blog bei uns aus und wir haben also verschiedene Ressourcen, die wir sozusagen statisch darin einbauen. Klappt das jetzt? Ich versuche mich mit dem Internet zu verbinden. Ja. Genau, also wir wollen im Blog auch Veranstaltungen dokumentieren, von denen wir erfahren haben, die wir auch versuchen, durchaus zu recherchieren und in Form eines Veranstaltungskalenders zeigen wir die Ihnen. Ich kann Ihnen das hier mal jetzt beispielsweise für das zweite Quartal 2014 zeigen und Sie sehen da, dass da eine ganze Reihe von Veranstaltungen aufgeführt sind. Das sind Veranstaltungen sowohl von unserem Lehrstuhl, aber auch von ganz anderer Seite, von Geschichtsvereinen, von Museen und so weiter. Dann gehe ich mal zum zweiten.
Das sind die Zeitschriften. Wir haben eine Übersicht erstellt über alle, auch hier wieder Vorsicht, alle uns bekannten Zeitschriften, die sich mit der Landesgeschichte oder Regionalgeschichte des Oberrheingebiets im Mittelalter beschäftigen. Und wir geben dazu verschiedene Informationen. Das möchte ich Ihnen jetzt an einem Beispiel mal kurz zeigen. Also wenn Sie beispielsweise hier das nehmen vom Jura zum Schwarzwaldblätter für Heimatkunde und Heimatschutz, Herausgeber, im besten Fall verlinkt, also in diesem Fall der Geschichtsverein, und dann, sofern möglich, Inhaltsverzeichnisse, manchmal haben wir auch Register und ganz wichtig, sofern vorhanden, das kann ich Ihnen jetzt hier bei der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins zeigen, auch Hinweis auf Digitalisate, in diesem Fall bei Wikisource. Teilweise haben wir das aber auch, wenn ich das mal in einem elsässischen Beispiel zeigen darf, selbst recherchiert. Hier haben wir beispielsweise zusammengestellt die verschiedenen bei Google Books online verfügbaren Zeitschriftenbände. Eine Fähigkeit, das zu finden, die ich übrigens bei Klaus Graf in seiner Freiburger Lehrveranstaltung Google Book Search und die Wunderwelt digitaler Bibliotheken gelernt habe. Aber hier am Rande. Zwei weitere Ressourcen, Rezensionen möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil das kennen Sie vielleicht aus anderen Blogs, Mittelalter-Blog, Frühneuzeit-Blog. Wir versuchen auch die Rezensionen, die erschienen sind oder die online erschienen sind, zu unserem Thema, zu unserem Raum hier zusammenzustellen. Und ebenso ist das mit Neuerscheinungen von Büchern. Dann vielleicht jetzt im zweiten Moment zu den Schwerpunkten. Also, neben konkreten Hinweisen auf wichtige Veranstaltungen, hier beispielsweise zum Ritterturnier in Schaffhausen oder auch zur Ausstellung über das Turnierwesen in Schaffhausen, gibt es Artikel zum Themenkomplex Digitalisierung, hier beispielsweise wichtige Zeitschriften in unserem Raum, der Schau ins Land, oder zu Archivalien hier vom GLA Karlsruhe, und es gibt Artikel zu Neuerscheinungen, hier ein Band Freiburgs Geschichte im Mittelalter, der von Herrn Dendorfer und anderen herausgegeben wurde. Dann gibt es natürlich auch noch weiterhin inhaltliche Schwerpunkte, die sozusagen vielleicht eine gewisse Regelmäßigkeit suggerieren. Ich möchte Ihnen da drei vorstellen. Das eine ist einmal Artikel zum landesgeschichtlichen Kolloquium des Lehrstuhls. Auch wenn es den Titel landesgeschichtliches Kolloquium trägt, sind darin nur rund ein Viertel bis ein Drittel der Vorträge streng landesgeschichtlich. Der Rest, das sind mittlerweile Vorträge aus dem frühen Hochmittelalter. Das ist dieser Doppelstruktur geschuldet. Wir bieten allen, die zu landesgeschichtlichen Vorträgen oder zumindest zu solchen zum Oberrheingebiet vortragen, die Möglichkeit, ein Abstract oder eine kurze Version ihres Vortrags bei uns im Blog zu veröffentlichen. Das hat bisher auch noch nicht immer geklappt, einfach deswegen, weil viele sagen, ja, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, jetzt aber im Moment habe ich gerade keine Zeit. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber hier ist ein Beispiel von Boris Bigot, wo das geklappt hat. Dann, zweiter Schwerpunkt sind Miszellen, kleinere Beiträge. Hier mal ein Beispiel. Wir haben im Blog-Titel, im Blog-Header den Malterer Teppich, ein Wandteppich wohl aus dem Freiburger Adelhausen. Kloster, den habe ich hier mal vorgestellt, sozusagen ein paar historische Punkte dazu nochmal aufgerufen, auch teilweise neu gewichtet, übrigens mit der interessanten Erfahrung, dass wir dann sehr schnell Kommentare bekommen haben, aber nicht Kommentare, also nicht nur Kommentare, die wir wollten, sondern auch von Teppichhändlern, die in den Kommentaren Werbung für ihren Teppichhandel machen wollten. Die habe ich dann zurückgewiesen. Ähm,
Das Neueste ist jetzt, auch dieser ist vom Mittelalter-Blog wieder mal abgeschaut, Quellenübersetzung, hier jetzt eben der Versuch oder das sogenannte Chronicon Burglense, das ist die Gründungsgeschichte und das Traditionsbuch des Priorats Bürgeln des Klosters St. Blasien zwischen Freiburg und Basel gelegen. Ein wirklich sehr interessanter Text, der aber völlig vergraben ist, insofern, als dass er nur im 18. Jahrhundert mal gedruckt wurde. Und den möchten, können wir jetzt hier natürlich in lateinischer Fassung, weil da keinerlei Recht oder sowas drauf sind, mit deutscher Übersetzung zur Verfügung stellen. Vierter Schwerpunkt von thematischen Beiträgen sollen Projektvorstellungen sein. Hier muss ich aber wirklich sagen, sollen sein, denn wir haben schon eine ganze Reihe von Leuten angefragt und ich weiß auch, dass manche schon schreiben, aber da ist eben noch nichts veröffentlicht. Diese Bemerkung, noch nichts veröffentlicht, leitet dann in idealer Weise zu dem von mir angekündigten dritten Teil der Benennung und Diskussion von Problemen über, für die ich ja vier Schlaglichter angekündigt habe. Erstens, die Abteilung blockt, aber wer ist eigentlich die Abteilung? Wenn Sie meinen bisherigen Vortrag aufmerksam verfolgt haben, wird Ihnen kaum entgangen sein, dass die meisten Postings bisher von mir selbst verfasst wurden. Die Betreuung und die Pflege des Blogs gehört neben der Lehre und dem Verfassen meiner Doktorarbeit zu den Hauptaufgaben, die mit meiner Stelle verbunden sind. Aber es gäbe auch gar nicht so viele andere bei uns an der Abteilung, denn neben Herrn Dendorfer, der die Professur innehat, ist das noch Heinz Krieg, akademischer Rat, der aber mit der Studienberatung eben oder die Studienberatung bei uns trägt und damit auch ja, ein gehöriges Päckchen zu tragen hat. Es gibt also gar nicht so viel potenzielle festangestellte Beiträgerinnen und Beiträger in unserer Abteilung. In unseren Vorüberlegungen haben wir, Herr Dendorf und ich, deshalb gehofft, dass es uns gelingen würde, mehr Beiträge aus dem Umfeld der Abteilung, den regelmäßigen Kolloquiumsbesuchern, den Studierenden mit Abschlussarbeitern oder ehemaligen Mitarbeiterinnen zu requirieren. Also vielleicht, weil ich auch sehe, es gibt natürlich noch mehr Mitarbeiter am Lehrstuhl, aber die beschäftigen sich eben ganz explizit nicht mit landesgeschichtlichen Themen. Ja, und ich glaube, das war das, weswegen du gerade irritiert geschaut hast. Und die auch sagen, wir haben gar nicht die Kompetenz jetzt, um uns mit dem Oberrhein im Mittelalter zu beschäftigen. Mal schauen, vielleicht entwickelt sich auch da was. Da sind wir natürlich dran, das wäre mir auch sehr recht, aber das muss eben wachsen. Also, wir haben das versucht zu requirieren bislang, sehen das mit mäßigem Erfolg. Das heißt, es hängt hauptsächlich im Moment an einem Einzelnen, der sozusagen die Pflege des Blogs gewährleisten muss. Das ist natürlich bei Doktorandenblogs nicht anders, aber die Erwartung ist bei institutionellen Blogs vielleicht eine andere und das ist durchaus ein Problem. Auch ich habe eben Fristen für Artikel oder für mein Dissertationsprojekt, ich habe heiße Phasen in der Lehre. Und Michael Schonert hat es vorhin schon formuliert, natürlich leisten wir auch nicht allein einen unerheblichen Teil des Wissenschaftsbloggings, des Bloggings in unserer Freizeit. Und auch da gibt es eben verschiedene Phasen, wo man angespannter oder weniger angespannt ist. Ich möchte deswegen dafür plädieren, an alle, die sich mit dem Gedanken tragen, ein institutionelles Blog zu starten, möglichst das auf zwei, nicht auf zwei, sondern auf vier Schultern zu tragen oder zu verteilen. Das ist jetzt, glaube ich, eine der Sachen, die ich sagen würde. Ich wäre wirklich sehr froh, wenn ich noch jemand hätte, der sozusagen, mit dem man sich auch mal zusammensetzen kann, wo man sich auch gegenseitig dann nochmal tatsächlich austauschen kann, sagen kann, den anderen zu denken, wo ich muss wieder was machen. Ich glaube, das hilft. Auch was eigentlich die Hartnäckigkeit gegenüber potenziellen Beiträgern angeht. Zweites Schlaglicht, Gewinnung von Beiträgern. Die weitaus häufigste Reaktion ist, nachdem wir jemand um einen Blogpost gebeten haben, ja gerne, wirklich gerne, aber im Moment komme ich nicht dazu. Darf ich mich in zwei Wochen, zwei Monaten irgendwann nochmal melden? Wie kann man also Beiträgerinnen und Beiträger am besten auch noch regelmäßige gewinnen? Es kann sicher nicht schaden, die potenziellen Beiträger an ihre Zusage zu erinnern. Und dann, dazu hat mir Maria Rottler vor kurzem geschrieben, dann kommt Monate später vielleicht doch noch irgendwas. Also wenn Sie zukünftig mehr Gastbeiträge sehen, dann wissen Sie, dass wir hartnäckiger geworden sind. Damit komme ich schon zu meinem dritten Schlaglicht. Gemeinschaftsblock
oder auf die Lehrstuhl- bzw. Abteilungsnutzung. Gemeinschaftsblock oder auf die Lehrstuhlabteilungsmitarbeiterin reduziertes Block. Sie sehen im Moment, oder vielleicht haben Sie das gesehen, im Moment ist es bei uns so, Accounts haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder im Fall sind es tatsächlich nur Männer, obwohl wir auch Frauen im Lehrstuhl haben, aber die Landeshistoriker scheinen Männer zu sein, haben die Mitarbeiter. Wenn wir Gastbeiträge haben, dann stellen wir die ein. Das unterscheidet uns von einem Gemeinschaftsblock, wie eben Heraldika Nova oder wie eben dem Blog Ordensgeschichte, was auch immer schon hier mal erwähnt wurde. Ist es also vielleicht kontraproduktiv, vielleicht sogar reaktionär, was wir machen, also auf einen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderiertes Blog zu setzen? Als Gegenargument möchte ich fragen, ob man von Blogs mit institutioneller Anbindung, jetzt für das Zitat, nicht vielleicht mehr inhaltliche Kontrolle erwartet, also die Prüfung der im Blog publizierten Inhalte durch die Institution oder zumindest deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommt natürlich, dass institutionelles Bloggen immer auch die Außendarstellung der Institution in gewissem Maße die Kontrolle darüber behalten möchte oder anders, wenn man sozusagen öffnet. Ist das eine übertriebene Sorge? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und wäre da auch für Input in der Diskussion sehr dankbar. Vielleicht sind auch Zwischenlösungen denkbar, etwa, dass potenzielle Beiträgerinnen und Beiträger einen eigenen Account erhalten, aber darum gebeten werden, vor Veröffentlichung Rücksprache zu nehmen, etwa über die Review-Funktion, die uns Sascha Förster gezeigt hat. Viertes Schlaglicht. Informationsgewinnung für die im Blog zur Verfügung gestellten Ressourcen. Unglaublich viel Zeit. Informationen zu den Zeitschriften gesammelt haben. Und da ist es jetzt mal statisch. Da bei den Zeitschriften kann man sagen, das ist in gewissem Sinne abgeschlossen. Veranstaltungen müssen aber immer wieder neu recherchiert werden. Und wer sich einmal durch die Design der 90er Jahre gehaltenen Websites von elsässischen Geschichtsvereinen geklickt hat, der weiß, dass das kein Spaß ist und dass das eine ganze Menge Zeit kostet. Ich konnte das schon ein bisschen vereinfachen. Wir haben jetzt eine Checkliste. Die Hilfskräfte können mir da unter die Arme greifen, der Pflegeaufwand wird wahrscheinlich mit der Zeit, mit den Erfahrungen Gewinner. Aber auch jenseits der Optimierung der Suchabläufe könnte hier vor allen Dingen, denke ich, die Einbeziehung des Wissens von Blognutzern helfen. Im Optimalfall würde das heißen, dass Geschichtsvereine, Museen und Archive ihre Termine auch uns ankündigen. Dass Verlage, die ein Buch zum Oberrhein im Mittelalter publizieren, das auch an uns weitergeben, so wie sie es vielleicht an die Presse weitergehen. Das scheint mir jedoch nur dann zu funktionieren, wenn das Blog einen so großen Bekanntheitsgrad erreicht hat, dass die Veröffentlichung im Blog einen echten Mehrwert hat für diejenigen, die uns die Informationen liefern. Also, dass mehr Zuhörer bei einem Vortrag erscheinen, dass ein Verlag mehr Bücher verkauft. Vielleicht ist es das von Björn Gebert heute Morgen angesprochene symbolische Kapital eines Blogs. Vielleicht lässt sich der Ansatz übrigens auch auf die, oder mit Sicherheit lässt sich der Ansatz auch auf die Gewinnung von Beiträgen übertragen. Je bekannter das Blog ist, desto relevanter erscheint eine Publikation darin und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand Zeit nimmt, einen Beitrag für das Blog zu schreiben. Größere Bekanntheit scheint mir deshalb eine der Hauptaufgaben zu sein, der wir uns jetzt stellen müssen als Blog Mittelalter am Oberrhein. Wie erreicht man diese? Welche erhöht die konsequente Kommunikation der Bloginhalte durch Social Media, die Bekanntheit des Blogs. Wir haben einen Twitter-Account, wir können ihn öfter und besser nutzen. Wir haben hier sicherlich auch noch Nachholbedarf. Frage ist, welche andere Möglichkeiten gibt es für uns? Wir werden jetzt erstmal alle Geschichtsvereine anschreiben bei uns und das dort auch sozusagen den interessierten Laien oder ja nicht nur interessierten Laien bekannt zu machen. Und das Letzte ist vielleicht, natürlich beißt sich da die Katze vielleicht ein bisschen den eigenen Schwanz, Interesse an einem Blog generiert man vor allen Dingen über die Beiträge, über interessante und regelmäßige Beiträge. Deren Quantität hat es zuletzt etwas gemangelt, die Qualität, das müssen andere beurteilen, aber ich denke, das ist was, wo man einfach vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen muss, wo man einfach sagen muss, das ist was, was sich über hin entwickelt und man kann nicht von einem auf den anderen Tag eine Marke
entwickeln, sondern die muss sich eben entwickeln und die wird dadurch bekannter. Also ein sehr schönes Erlebnis für mich war da persönlich auch, dass uns dass ein interessierter Laie uns mit einer Frage über das Blog erreicht hat, wo dann tatsächlich auch mehrere oder zwei Leute, ich und Freiburg Universitätsarchivar, darauf reagiert haben und einen Tipp geben konnten. Also nicht nur Hartnäckigkeit, sondern auch Geduld braucht es vielleicht für ein Blogprojekt. Die wollen wir mitbringen, wollen weitermachen, wollen nicht zu einer statischen Webseite zurückkehren. Und ich würde mich jetzt in der Diskussion freuen, trotz einer gewissen Konkurrenz zu einem Fußballspiel, auf Ihre Tipps, auf Ihre Kritik, auf Diskussionsvoten und interessierte Nachfragen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Also ich denke, das war ein sehr aufschlussreicher und interessanter Nachmittag, der gezeigt hat, wie viele unterschiedliche Blogs es gibt, wie viele unterschiedliche Sorten, Varianten an Diskussionsmöglichkeiten man eigentlich auch hat. Und wir sind ja doch immer wieder darauf gekommen, es ist aber trotzdem noch zu wenig bekannt. Also man muss noch mehr nach vorne gehen, noch mehr bekannt machen, was es eigentlich für Möglichkeiten und Angebote gibt. Bevor wir jetzt in die Abschlussdiskussion gehen, möchte ich ganz kurz wieder was aus der Timeline vorlesen, und zwar zur Kommentarfunktion. Dirk Kassis hat nämlich geschrieben zum Statement, wir erwarten uns Kommentare, kommentieren aber selber nicht, wie im Vortrag von Thorsten Hilton ja schon angesprochen worden ist. Und er hat geschrieben, weil wir unsere eigenen Blogs haben, in die wir unsere Kommentare gießen. Also eine ganz einfache Lösung für das Problem, warum kommentieren wir nicht, bietet uns hier die Twitter-Timeline an. Nichtsdestoweniger sollen wir die Abschlussdiskussion natürlich nicht nur auf die Kommentarfunktion beziehen, aber das vielleicht als kleiner weiterer Denkanstoß. Fragen, Kommentare? Ja, Herr Waldschütz selbst hat es ja schon angesprochen, dass die institutionellen Blogs ja schon etwas mehr sind als nur Gedankenaustausch, sondern eigentlich schon eine gewisse Redaktion anbieten für die Beiträge, die dann eingestellt werden. Und Herr Hildmann hat sich ja da ein bisschen zurückgehalten, sich selbst zu benennen als einer, der diese Dinge auch zumindest in den heraldischen Blogs steuert, also die Eingabe von Artikeln, denn nicht jeder wird doch wohl von sich aus da was einstellen können, dürfen, sondern das wird gefiltert. Und das ist auch gut so, denn ich finde, man gibt ja auch seinen Namen her, wenn man den Blog sozusagen kreiert hat, und sollte da auch darauf achten, dass die Qualität gewahrt bleibt. Noch ein kleiner Hinweis vielleicht an Herrn Waldschütz. Man kann ja vielleicht auch noch ein paar Linksammlungen oder beziehungsweise eine Linksammlung anbieten, gerade für solche regionalgeschichtlichen Bereiche wäre es auch immer gut, wenn man auf die Bedeutung von Datenbanken hinweist, wie das Repertorium Germanicum, was wir hier in Rom machen, was ja auch eine Fundgrube für regionalgeschichtliche Bezüge gerade auf dem Bereich, im Bereich der Kirchengeschichte bietet. Also, wenn ich, ja, ganz kurz, vielen Dank für den Hinweis mit der Linksammlung. Ich habe das tatsächlich mal gemacht, allerdings sozusagen aktuelle Links, die ich sozusagen in Zeitungen, in anderen Blogs gefunden habe, kommentiert, im Blog veröffentlicht. Eine Linksammlung wäre eine weitere Ressource, die wir tatsächlich auch, das ist eine von zwei weiteren Projekten für Ressourcen, die wir anbieten wollen. Linksammlung einerseits und ein Hinweis auf digitalisierte Quellen, Corpora, wobei wir noch nicht ganz sicher wissen, ob wir das mit den digitalisierten Quellen, Corpora bei uns im Blog machen oder auf der Seite,
der Universitätsbibliothek Freiburg, die dort ein sogenanntes Fachportal führt. Vielleicht auch noch eine weitere Sache, tatsächlich zu Ihrem Hinweis mit der Redaktion oder der Redaktion von Beiträgen. Das ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist, als ich die Beiträge, auch die ersten Gastbeiträge erhalten habe, dass sich viele sehr unsicher sind, wie sie einen Blogpost eigentlich formulieren sollen. Was wird also erwartet? Und dass viele auch tatsächlich die Ressourcen, die man dazu nutzen kann, beispielsweise den Hinweis auf online verfügbare ältere Artikel oder online verfügbare Quellenkorpora. Oder ich habe in meinem letzten Artikel, da war ein Buch in Google Books einsehbar, die genau die Seite, die ich brauche, dann habe ich darauf verlinkt, dann kann das jeder einsehen. Und das ist was, was tatsächlich ich durch die Redaktion oder wir durch die Redaktion dann in gewissem Maße gewährleisten können und wo auch die Rückmeldung von denjenigen, die uns die Beiträge geschickt haben, sehr positiv war. Oh, das ist ja toll, dass man das machen kann. Das wusste ich gar nicht. Also insofern kann man da tatsächlich vielleicht auch ein bisschen Weiterbildung dann dadurch noch betreiben. Ja, auch hier der Dank für die zwei instruktiven Beiträge. Ein übergreifender Punkt wäre, dass Blogs immer auch vernetzt zu sehen sind, nicht nur mit Medien der, ich sage jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit, Twitter, Facebook, Social Media, Google+, sondern eben auch mit, in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Angeboten, mit Angeboten, die hier tatsächlich Nachweise bieten und wirklich da in die Zukunft weisen. Es ist von Herrn Hildmann, glaube ich, nicht erwähnt worden, eine der innovativsten Begleiterscheinungen des Heraldika-Blogs, nämlich die Sotero-Gruppe, die dort eingerichtet wurde. Frau Rottler hat ja auch einen Beitrag in dem Blog Orns Geschichte über Sotero gebracht. Das halte ich eben für etwas vom Wichtigsten, dass man bibliografische Angaben, bibliografische Sammlungen nicht mehr in dieser Vereinzelung hat, sondern dass man die in einem anerkannten Standard, sprich also in einem gemeinsamen, also gemeinschaftlich zu pflegenden Angebot, am besten dann halt auch Sotero, wobei natürlich eine gewisse Interoperabilität mit Citavi besteht. Also umgekehrt ist es dann eher sinnvoll, dass man von Citavi nach Sotero, dass er diese öffentlichen Gruppen hat, geht. Also ich halte zum Beispiel, hielt es auch für eine gute Idee, dass da auch das Blog, Mittelalter-Blog, das Programm praktiziert, was Frau Rottler macht, nämlich alle Rezensionen aus diesem Rezensionsüberblick auch tatsächlich in Sotero einträgt. Wobei man sich natürlich streiten kann, ob man die jetzt nun als Beitrag des Rezensenten oder Beitrag des Rezensierten unterbringt, aber man kann ja beides machen. Was eben auch bei dem Vortrag von Herrn Waldschütz zur Sprache kam, ist ja, dass diese unglaubliche Fleißarbeit der Ermittlung von Digitalisaten und entsprechenden Informationen zu landesgeschichtlichen Zeitschriften auch doch sehr stark gefördert wurde durch die entsprechenden Bemühungen auf Wikisource. Da würde man sich natürlich wünschen, dass die weitergehenden Ergebnisse dort auch zurückfließen, also dort auch quasi, das ist ja so ein Wiki wie die Wikipedia, auch eingebracht würden. Also eine Verknüpfung mit Wikipedia, eine Verknüpfung mit Wikisource, und eben auch, was bereits gerade eben erwähnt wurde, die Verlinkung von Digitalisaten oder eben auch anderen online Open Access vorliegenden Publikationen möglichst auf die Seite genau, damit man da wirklich eine bequeme Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Mein letzter Punkt wäre,
Ich hatte mit Frau Rottler schon erwogen, dass wir eben auch dem Gremium der Hypothese-Blogger vorschlagen, dass wir eben eine BEACON-Datei für GNDs zu einzelnen Blogartikeln gemeinsam erstellen. Das heißt, wenn jetzt eine Person oder es gibt ja inzwischen auch schon entsprechende Nachweise, wenn auch nur rudimentär für Körperschaften oder Geografika, aber gehen wir durchaus von der traditionellen PND, also den Personennamen aus, wenn eine Person relativ im Mittelpunkt eines Blogposts steht, dann kann eben in diese BEACON-Datei die GND und die Blogadresse, die Blog-URL des entsprechenden Posts eingetragen werden und diese BEACON-Datei kann dann eingebunden werden und zum Beispiel ja dann auch in der Wikipedia oder über dieses BEACON-Findbuch wirklich genutzt werden. Das ist eben auch eine ganz große oder ganz wichtige Möglichkeit, eben Blogs jetzt nicht als isolierte zu lang geredet. Also als vielfach verbundene Medien, danke. Ja, ganz schnell, zwei ganz kurze Anmerkungen. Also Johannes, ich bin da natürlich als Freiburger jetzt auch ein bisschen befangen, aber finde, dass das ein unfassbar reiches Angebot ist, was ihr da gemacht habt. Also diese ganzen Sammlungen und Rezensionen, ich wüsste jetzt nicht, wenn du eine Woche deines Sommerurlaubs opferst, dann machen wir zusammen die Blogbeiträge fürs nächste halbe Jahr. Bei uns, ja? Ja, tolle Idee. Ich versuche im Moment erstmal das zu schaffen, was im Moment ansteht. Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Wäre es denn für Sie auch eine Möglichkeit gewesen, Ihre Kräfte zu bündeln und unter mittelalter.hypothesis.org eine Taskforce Oberrhein im Mittelalter zu bilden und dort einfach zu veröffentlichen, ohne dass Sie jetzt ein eigenes Unterblock da aufgebaut hätten. Welche Gründe haben denn für ein eigenes Blog gesprochen? Ja, das wäre prinzipiell natürlich möglich gewesen, aber wenn man andererseits wünscht, dass eben möglichst viele Institutionen, damit auch Lehrstühle eben nicht bloggen, dann ist es sozusagen ein zusätzliches Angebot. Wobei ich sagen würde, dieses zusätzliche Angebot ist dadurch wirklich auch klar legitimiert worden, dadurch, dass wir diese ganzen Ressourcen anbieten, die ich nicht weiß, ob wir sie so hätten anbieten können. Also im Mittelalter-Blog, also Artikel hätten wir dort auf jeden Fall unterbringen können, aber ob wir sozusagen auch eine ganze Reihe von, ich will nicht sagen statischen Seiten, weil wir aktualisieren die, aber es gibt einen Unterschied in diesen Blogs von Artikeln und Seiten. Also ob wir diese Seiten da hätten auch integrieren können, dass ja, also ich sehe im Moment keine weiteren Fragen oder Kommentare. Das heißt, das war eine sehr kurze Abschlussdiskussion, aber trotzdem gewichtig. Ich meine, wir haben vorher auch schon
in den anderen Diskussionen viele Punkte aufgegriffen und es wird ja auch noch morgen die Möglichkeit geben, weitere Diskussionspunkte einzubringen und aufzugreifen. Aber für heute würde ich sagen, ist das Programm beendet. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen Referenten bedanken, natürlich bei meinen Co-Organisatoren und auch bei den ganz eifrigen Diskutanten. Also ich finde, es war eine wirklich sehr schöne, lebhafte Diskussion und ich denke, wir können jetzt ganz beruhigt in den Feierabend gehen. Danke. Vielleicht noch eine praktische Durchsage zum Feierabend. Also das Spiel wird, wie gesagt, im großen Vortragssaal übertragen. Unsere ITler haben ja schon gesagt, es funktioniert. Da gab es auch Befürchtungen bis zum letzten Moment. Also wo die Kaffeepause war, es müsste inzwischen offen sein. Und für die Referenten, wir treffen uns ja nachher noch zum Abendessen. Ich denke einfach, sagen wir mal, 20.15 Uhr, also nach dem Spiel im Atrium und wir gehen dann dorthin. Hoffentlich regnet es nicht, es sind so ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Das nur für die, die sich nicht interessieren für den